Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia, immer noch in der Trainingssession. Ja, ich wollte mir gerade hier so Erfahrungsgerichte holen, aber wie es aussieht, haben wir noch nicht so viele Erfahrungsgerichte, also die über 50% gehen. Deswegen muss ich hier mal kurz was ändern. So, hoffentlich kriegen wir jetzt welche. Nein. Und ich höre hier irgend so ein Viech rumfliegen. Super. Ja, super. Nur um 50%, ja, nehmen wir das eben. Und hier tun wir auch noch direkt aufleveln. Wenn es denn sein muss. So, zack. Ist auch eine Shop-Auflevel-Folge. Oder? Wow. Viele Pilzpulver ich habe. Und Level 50, ha. Ja, guck ich mir nächstes Mal an. Ich habe jetzt keine Zeit. Ja, zack. So, jetzt schnell weiter mit dem Training. Gothic-Jacke. Gothic-Jacke meine ich. So, weiter im Training. Soll ich mich Zeit sparen? Nee, das dauert zu lange. Ich komme noch nicht klar. So, jetzt habe ich mir zwar letztens schon das eine Gericht reingeballert. Oh, ich bin so Volltrottel. Ich habe jetzt die Erfahrung und Galt um 50%. Boah. Oh, jetzt habe ich voll Geld aus dem Fenster geworfen. Oh. Boah. Werde ich wahrscheinlich offscreen noch ein bisschen trainieren, weil das kann auch nicht. Ich habe auch nicht zwischengespeichert während den Aufnahmen, deswegen kann ich jetzt nicht einfach so nochmal neu laden oder so. Voll Geld aus dem Fenster geworfen. Gibt's doch nicht. Mach mich voll irre. So, ach ja, das hier kannst du, glaube ich. Einsetzen. Zack. Ha, ha, ha. Aber oh. Nochmal. Ha. Blaumond-Explosion. Zieht doch voll viel ab, sehe ich gerade. Nein. Jetzt könnt ihr keine Magie einsetzen. Ne? Jetzt wo ich Ron als Partner habe, ne? Sowas von klar. So, ich muss mal gleich gucken, wie die Person heißt. Was zum Teufel macht der da? Was zum? Das war random. Okay. Pfarrer aus Tales of Destiny 2 Englisch, ja. Also hat das irgendwie was mit Amerika zu tun, Europa und was weiß ich. Ach ja, Roan. Ha. Jetzt kommt Roan. Ha. Boah, der hat eine geile Musik. Und er hat, glaube ich, hier Barbatos heißt der Typ. Aua. Oh, hilf mir mal einer. Ich glaube, Barbatos heißt der Typ von dem Kostüm. Das ist, glaube ich, der Typ, der immer No Items Ever schreit, oder? Da kommt, glaube ich, auch in Tales of Vesperia vor. Zack. Und aua, aua. Und zack, 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 zack. Hab ja schon verdammt nochmal vergessen, dass ich das kann. Zack. Und zack. Ah. Okay. Ja, schwarze Federn. So, nochmal. Du hast voll die geile Kampfmusik. Ich würde mal gerne wissen. Zack. Zack. Wo ist der Wasserangriff? Hier. Der 2 kann man, glaube ich, verbinden. Ja. Zack. Huh, huh, huh. Mann. Dead Control. Zack. Hier lohnt sich nicht mehr. Was redet er?
Okay, jetzt machen wir. Jetzt habe ich jeden zweimal gezeigt. Jetzt machen wir, keine Ahnung, wen steuern wir denn fürs Training? Elbin, komm. Mit dir ist leicht Leute kaputt kloppen. So. Keine Ahnung, mit wem. Ich versuche auch alle. Habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Ja, dieser liebt diesen und dieser liebt diesen. Wem bin ich verbunden? Mit gar kein Riese bin ich schon verliebt. Mehr oder weniger. Warum von allen Elfen? Auch damit. Ey. Aua. Okay, wenn ich jetzt wüsste. Oh, das konnte ich verbinden. Zack. Achso, stimmt ja. Round voll ernst. Naja, wenigstens bekomme ich wieder Geld zurück. Wenn dann muss ich noch offscreen ein bisschen hier hochleveln. Hä? Ist das nicht... Jetzt ist das Kratos Thema. Was zum... Vorhin kam noch ein anderes Kampfthema. Da. Man hat mehrere Kampfthema, wie geil ist das denn? Oh nein, schon wieder hat. Ich muss immer noch jemanden finden, der das mit mir macht. Schön. So, komm her. Oh, warte. Verdammt. Verdammt, das wollte ich nicht. Gewitterschuss. Aua. Ich habe keine TP. Nein. Der hat auch einen Rückangriff. Ich habe nach hinten gedrückt und X gedrückt. Da gibt es auch verschiedene Angriffe. Jetzt echt. Ehrlich. Zack, komm her. Nee. Aber so. Nee, hab ich mir noch eingebildet. Zack, komm her. Explosives Kreuz. Stimmt, der Eiser Impact Cross. Mal Abend. Early kenne ich aber. Ich freue mich schon, wenn Tales of Symphonia für PS3 irgendwann kommt. Zusammen mit Tales of Symphonia 2, was ich ja schon gespielt habe. Dann kann ich endlich mal das Tales of Spiel auch nachholen. Ich wollte es mir immer für ein GameCube holen. Auf der Wii spielen, aber naja. Ja. Gar keine Musik. Doch. Ich sollte mal die Musik wirklich lauter stellen. Dann höre ich vielleicht auch mal Minas Stimme. Vor allem, wenn ich die Musik aufstelle. Klar. Und danach gehe ich mal speichern und vielleicht... Weiß nicht, soll ich noch eine Folge Training-Session machen? Aber ja, langweilig. Ich bin eigentlich gesagt, ehrlich gesagt, zwei Folgen sind schon ein bisschen zu viel. Zack. Okay, ich hätte mich eher auf den Satz konzentrieren sollen, anstatt das Aufladetalent. Aufladetalent, hi! Okay, ich hätte vielleicht, was wollte ich jetzt machen? Also ja, Gerichte einhauen. Ich hätte mich eher darauf konzentrieren sollen, das hebe ich mir vielleicht noch für ihn. Nee, brauche ich jetzt. Auf das konzentrieren sollen, was er gesagt hätte, anstatt
auf das Viech, das hier rumfliegt, weil ich höre schon wieder so ein und das nervt ein bisschen. So, mit ihnen haben wir Aufleitend bekommen. Das heißt, das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich manchmal Charaktere wechsle, weil ich die Trophäe davon bekomme. Hallo, wenn ich irgendwann alle habe, dann ist es egal, wie ich steuere, damit ich hier die ganzen Dinger bekomme. Ja, ich achte da schon ein bisschen auf die Titel und so was alles. Ich möchte da so viel wie möglich aus diesen Dingen rausholen. Weil ich so viel wie möglich zeigen, vielleicht da aus Skits mit verbunden und was weiß ich. Damit ihr seht, was ich drauf habe. Nein. Und Elvin, irgendwie gehst du gerade drauf. Boah. Zack. Irgendwie schafft das mit ihren Stab nie. Zack. Und zack. Impact Cross. Nein. Dang, damn. Oh, Belize und Ron, so eine gute Verbindung sind schon wieder. Im Kampf gegen Presta und... Fünf Web. Okay. Weil im Kampf gegen Presser und Fliegen, geil. Und mein Gott, nein, nicht sie, boah. Mein Gott, wie heißt denn die Wingull? Der Super Saiyajin, genau. Da habe ich nämlich bemerkt, dass Elise und Rowan die meiste Zeit nur rumgestanden sind, weil sie verbunden waren. Da fand ich jetzt nicht so schön. Überschreitungsverlängerung, geil. So, jetzt können wir hier mal gucken. Schmetterlingen, Schmetterklingen, dunkle Schmetterlinge verwandeln sich in Schmetterlinge, wenn Tibu eine. Ja. Oh, damit. Ja, im Moment sind die ja nur alle anliegend, deswegen. Aber da war massige Krankheiten. Ah, cool. Ja, im Moment lässt sich hier nicht so ausweichen, dass ich die ganzen Dinger hier mitsammle. Überschreitungsverlängerung, geil. Hier. Oder kann ich direkt hier? Ja, flinke Umrundung 2 mache ich. Obwohl, nee, schaffe ich nicht. Doch, schaffe ich. Stärke plus 37 und Technikpunkte. Nach deinem Rückwärts hast du 3 Sekunden mehr Zeit, eine flinke Umrundung zu aktivieren. So, und hier. KP-Erholungswahrscheinlichkeit 25 auf insgesamt 50%, wenn du verbunden bist. Geil. Ja, das ist wieder was anderes, was Elvin hat. Na gut. Zack, komm her. Aua, aua. Mann. Verdammt. Der einzige, der hier abseits steht. Aua. Zack. So, jetzt aber. Oh, nochmal. Impact Cross. Ist das nicht eigentlich länger jetzt, wo Elvin verbunden ist? Wo Elvin im Team ist? Ich habe einfach nicht mit ihren Stab. Und er lädt hier gemütlich auf. Sagt. Boah. Was? Hat er gerade No Items ever gesagt? So, dann leveln wir sie noch schnell auf und dann weiß ich nicht, ob ich noch eine Trainingssession mache oder nicht oder doch oder keine Ahnung und dann gucken wir weiter. So, pflegen wollte ich machen. So, und da oben ist hier, ey, nur direkt 2 Geist hoch und fliegen. Ah ja, genau. Vorteilhafter Angriff. Bewegung. So, dann mache ich hier einen Schnitt und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.